Hallo, hier ist Clara und wir stricken heute zusammen das wunderschöne Muster. Sommerliche Muster, das sehr leicht zum Stricken ist. Zahl der Maschen ist teilbar durch 3 plus 2 Randmaschen und in die Höhe sind das 4 Reihen. Das Muster hat ein Merkmal. Das fangen wir an zu stricken an der linken Seite. Das ist die linke Seite und die erste Reihe fängt da an. Und die rechte Seite, sie bildet sich ja von nicht so wie gewöhnt, also an der Rückreihe. Wir sind in der Reihe 1 und das ist Rückreihe später. Erste Masche abheben und dann stricken wir alle Maschen links. Erste Reihe, bitte alle Maschen links stricken. Wir sind in der Reihe 2. Wir heben ab die Randmasche und wir stricken alle Maschen rechts. Zweite Reihe, alle Maschen rechts, die Randmasche links, bitte. Wir sind in der Reihe 3. Randmasche abheben, dann machen wir einen Umschlag, eine Masche rechts, Umschlag, eine Masche rechts, Umschlag, eine Masche rechts und so weiter, Umschlag, rechts. Bitte so weiter, die Randmasche links. Wir sind in der Reihe 4 und das ist die entscheidende Reihe. Randmasche abheben. Dann sehen wir hier Maschen, die so wie doppelt sind, weil hier ein Umschlag ist und eine Masche. Wir machen Folgendes. Die Masche von der linken Nadel setzen wir einfach auf die rechte Nadel und den Umschlag fallen lassen. Noch eine Masche setzen wir auf die rechte Seite und Umschlag fallen lassen. Und die dritte Masche und der Umschlag fallen lassen. Es sind entstanden so 3 lange Maschen. Die 3 Maschen setzen wir zurück an die linke Nadel und machen Folgendes mit den Maschen. Also die Nadel ist vorne. Wir gehen zu der ersten Masche von der linken Seite. Hier ist sie. Wir stechen von hinten, also rechts verschränkt, eine rechte Masche aus der. Dann machen wir einen Umschlag und dann die 3 Maschen zusammen rechts verschränkt abstricken. Aus 3 sind 3 geworden und dann fallen lassen. Und das haben wir jetzt rausbekommen. Nochmal. Die Masche, eine Masche rübersetzen, Umschlag fallen lassen. Noch eine Masche rübersetzen, Umschlag fallen lassen. Noch eine Masche rübersetzen und Umschlag fallen lassen. Es sind 3 lange Maschen, die setzen wir zurück an die linke Nadel. Die Nadel ist vorne und wir stechen in die erste Masche hier von der linken Seite. Und stricken die rechts verschränkt ab. Machen einen Umschlag und dann die 3 Maschen zusammen rechts verschränkt abstricken und dann fallen lassen. Einfach zuschauen. Und so weiter. Nochmal. Die Masche rübersetzen, Umschlag fallen lassen. Masche rüber, Umschlag fallen. Masche rüber, Umschlag fallen. 3 Maschen. Die setzen wir zurück. Mit der Nadel vorne an die linke Masche, an der linken Seite Masche rechts abstricken, Umschlag und die 3 zusammen
rechts von hinten, rechts verschränkt. Und so bitte weiter. Leicht zu merken, geht ziemlich schnell. Und so weiter bitte. Wir sind fertig mit der vierten und mit der letzten Reihe. Das war die letzte Reihe. Und nochmal, so sieht es aus. Die rechte Seite bildet sich an der Rückseite. Und das ist die eigentlich Rückreihe, die auch sehr, sehr schön aussieht. Und hier zeige ich nochmal vielleicht. Ja, das ist die Rückreihe. Sieht auch sehr schön aus. Und das ist die Hinreihe. Also nichts Schweres, sehr leicht zum Stricken. Viel Spaß beim Nachstricken. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.